Moin moin ihr Filmjunkies und herzlich willkommen zu der Review von, wenn es natürlich um Elfen geht, um Feen, um Orks und Menschen. Das kann sich nur um die nämlich heute erschienene Produktion von Netflix Original, nämlich Bright, handeln. Also viel Spaß dabei. Ja, heute am 22. Dezember 2017 ist ja der Film Bright erschienen. Es ist eine Netflix Original Filmproduktion und natürlich einer der doch schon erfolgreichsten Regisseure in letzter Zeit ist halt David Ayer und er hat ja so Filme wie End of Watch, Herz aus Stahl und den letzten Suicide Squad erstmal verfilmt, der ja sehr umstritten ist, aber mehr, man merkt halt, er hat seine Handnote reingelegt. Es sind halt so wirklich cinematische Shots drinne, schöne Kamerafahrten. Und was mich sehr begeistert hat, man merkt wirklich im Film an, es ist sehr viel Handmade drin. Also sehr viel Handmade und sei es in den Stunts, im Make-up. Alleine Joel Edgerton, der musste als Jacoby, dieser Ork, musste er da 3 Stunden in der Maske sitzen. Wahnsinn. Und man merkt das auch in den Special Effects. Kaum Visual Effects kommen zustande. Das muss man nämlich auch sehr hoch loben. Ja, dazu kommt natürlich auch noch ein sehr guter Cast mit Will Smith und Joel Edgerton. Dazu noch Naomi Rapace. Das ist halt wirklich gut gemacht und da war ich einfach gespannt und habe auf diesen Film gebrannt, wie der überhaupt sein könnte. So, da kommen wir mal erstmal zu der Handlung. Die Handlung ist sehr linear, hat aber auch sehr interessante Story-Elemente, sei es wirklich Rassenhass, Sozialkontakte und hin zu bisschen halt so Clans und natürlich die ganzen Fantasy-Elemente, weil der Film ist natürlich sehr ein Genre-Mix Action-Thriller bis hin zu Fantasy. Der Regisseur David Ayer, der hat sich halt sehr bedient von doch so Klassikern wie Training Day. So eine Mischung ist das ja irgendwie so aus Training Day, Herr der Ringe, Tribute von Panem mit Distrikt 9, mit diesen ganzen Distrikten und auch so ein bisschen Harry Potter ist da mit drin. Also man merkt schon so, das ist ein richtiger Fantasy-Mix. Und ganz wichtig ist natürlich so die Rolle von Will Smith und Joel Edgerton, die spielen das Polizei-Duo halt, Ward und Jacoby. Ja, und Jacoby ist halt sein, natürlich möchte er gerne nicht haben, ist halt ein Ork. Und es dreht sich halt um diese ganze Sache, ein bisschen Endzeit-Szenario ist da mit drinne. Und dazu natürlich so sehr viel Klischee. Also, wenn man das so bedenkt mit den Elfen, Richtung klar Orks und so weiter, ist da sehr viel Klischee drinne. Man muss manchmal ein bisschen schmunzeln. Dazu kommt auch noch so, dass natürlich so klar coole Sprüche rüberkommen von Will Smith. Man kennt ihn nicht anders. Und da kommen wir auch mal eben zu den Schauspielern. Schauspiele ist nicht schlecht. Also, das ist wirklich nicht schlecht umgesetzt. Also, wenn man Suicide Squad mochte, so diese Richtung, ist das auch so der Film, der so ein bisschen da einschlägt. Die Story ist ja sehr linear und so auch das Schauspiel ist halt von denen wirklich präsent. Und für den anderen ganzen Cast, sag ich mal, den restlichen Cast, ist das auch nicht schlecht, ist solide. Und das kann man eigentlich auch nicht mehr sagen dazu. Dann kommen wir nochmal zu der Laufzeit. Die Laufzeit ist ja halt 2 Stunden. Man merkt so, das Pacing ist ganz gut eigentlich. Aber manchmal so nimmt auch der Regisseur halt den Flow ein bisschen raus. Man merkt so ein bisschen die Ruhe reinkommen, müsste reinkommen für den Zuschauer. Aber ich finde, manchmal hätte man vielleicht auch mal ein bisschen so den Nebenparts, so die nicht so wichtig waren, hätte man vielleicht mal wegschneiden können. Das muss ich mal ein bisschen kritisieren. Aber ansonsten, so was wirklich man noch hochloben kann, ist halt die Maske. So gesehen die Special Effects, die sind halt alles wirklich handmade. Man merkt halt wirklich, dass da viel Liebe im Detail drin steckt. Es wurden kaum CGI-Effekte gemacht und wenn dann die gemacht worden sind, die sind wirklich sehr gut. Darum wundert mich das total, dass das so eine direkte Produktion halt. Dazu hat der Film natürlich auch klar, sei mal, einen kleinen Plot-Twist. Der ist jetzt nicht mega vorausschaubar, aber man kann sich teilweise schon denken, ist jetzt nicht so Minus, ist so ein Plus-Minus-Ding. Wo ich sagen würde, eher, das sind andere Sachen ein bisschen schlimmer, wo ich denke, ja, gut, okay. Das ist so ein bisschen Richtung Star Wars, also Logikfehler. Muss ich einfach ganz ehrlich ansprechen. Manchmal habe ich nur gedacht, okay, jetzt haben sie ein bisschen selber auf die Schippe genommen. Das war, fand ich manchmal ein bisschen lustig, weil irgendwie war das so, haben die es jetzt ernst gemeint oder haben sie es nicht ernst gemeint? Oder war das halt aus dem Zusammenhang? Ich kann es jetzt nicht sagen, ohne jetzt zu spoilern. Aber manchmal habe ich gedacht, okay, die nehmen sich wohl selber aufs Korn. Fand ich es schon sehr witzig und ich muss aber auch dazu sagen, der Sound war gut. Also der Soundtrack. Manches Mal habe ich nur gedacht, okay, welche Szenen waren richtig cool. Auch so dieses langsame, so ein bisschen Matrix-Style und so weiter, aber da war auch die Musik sehr gut unterlegt. Passte auch, aber manchmal habe ich nur gedacht, okay, hätte er vielleicht ein bisschen noch mehr Musik einkomponieren können in die Stücke und in die Szenen, aber ansonsten gibt es eigentlich halt fast nicht mehr viel zu meckern. Dann ist noch so, wie ich das schon sagte, der Flow halt. Der Flow
fehlte manchmal so ein bisschen noch, weil es wurde natürlich so ein bisschen durch die coolen, lockeren Sprüche so ein bisschen aufgeheitert. Natürlich ist das einfach, wenn man überlegt, in diese Richtung hätte auch Netflix einfach einen Kinofilm produzieren können. Haben sie natürlich für ihr Streaming-Portal das so halt umgesetzt und ich muss sagen, Wahnsinn. Also es ist eine sehr gute Direct-to-Produktion und da muss man einfach sagen, sie sind imstande, wirklich geile Filme zu machen. Serien wissen wir ja schon. Allein Stranger Things, aber ich habe jetzt noch nicht so viel geguckt, weil ich habe lange noch nicht Netflix, aber ich finde den Film echt nicht schlecht und ich sage es nur ein, ich kann ihn wirklich empfehlen und ich freue mich, wenn für euch oder so eine Art, die kein Netflix haben, dass sie sich dann irgendwann das im Heimkino-Regal hinstellen können, kaufen können oder halt, weiß ich was, in einer irgendwelchen anderen Videoplattform angucken können. So, kommen wir zu meinem Fazit. Brack ist einfach ein crazy Mix aus modernen Stilmitteln, der natürlich mit einem sehr guten Cast einfach punkten kann. Will Smith, Joel Edgerton, Naomi Rapace und natürlich Edgar Ramirez. Hallo, Wahnsinn. Und natürlich einen doch sehr guten Regisseur, der es einfach auf den Punkt bringt, ist halt David Ayer. Und dazu, klar, so die Story ist sehr straight linear, bringt jetzt nicht so viele Neuheiten. Es dreht sich halt um vieles um halt Endzeit. Und um dieses Wand wird wahrscheinlich auch ein zweiter Teil kommen. Aber das ist so, wo ich sagen muss, ein cooler Film, der mir sehr gut gefallen hat. Wirklich, ich habe kaum was zu meckern und ich verstehe manchmal auch dann halt die Leute nicht. Das wird wahrscheinlich wieder Punkt Story, ist wahrscheinlich wie bei Suicide Squad zu linear oder zu übertrieben. Ja, es ist halt ein Fantasy-Mix aus vielen halt komischen Kreaturen. Aber ich muss sagen, der gefiel mir echt sehr gut. Und ich kann nur eins sagen, Leute, guckt euch den an. Ich gebe dem Film eine 8 von 10. Warum muss das immer irgendwie, weiß ich nicht, da werde ich auch nochmal was machen. Immer nur Story, Story, Story. Ist halt gerade so ein bisschen, wo ich sage, immer diese Leute mit ihrer Story-Scheiße, ne? Aber naja, egal. Das will ich auch nicht abschweifen. Ich wollte nur sagen, der Film ist gut. Guckt euch den an. Wenn ihr euch den schon angeguckt habt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Wie fandet ihr den Film? Ich fand ihn, wie gesagt, sehr gut. Und Leute, ne, vergesst nicht, ein Abo hier zu lassen. Mein Gewinnspiel startet nochmal morgen. Also heute startet nochmal ein neues. Das andere wird ausgelost. Das andere ist vorbei. Leider Pech gehabt, die noch nicht hier mitgemacht haben. Ansonsten lasst doch gerne noch ein Like da. Und teilt gerne das Video. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!